Köln. Es ist arg dunkel, so früh am Morgen. Hallo und herzlich willkommen. Mittwochmorgen. Natürlich willkommen zu einer neuen Folge. Habe jetzt die ersten 1000 Kilometer drauf geschrubbt. Ja, ist eigentlich eine Schande, ne? Da fährst du so ein Fahrzeug und fährst nur 200, 300 Kilometer am Tag. Ist halt so. Was soll ich machen? Heute Morgen fahre ich jetzt hoch nach Sembach auf den Heuberg. Da hole ich den Radbagger in A904 und den hole ich jetzt nach Hause. Jo. Schauen wir mal. Mehr weiß ich noch nicht. Gute ist, da das ein Mobilbagger ist, ich muss nicht in die Baustelle rein. Kann vorne dran stehen bleiben und kann den per Achse quasi rausfahren. Das ist toll noch zu machen, wobei das macht der Kollege bestimmt für mich. Der ist bestimmt so lieb. Ich fahre mal los. Ein Ausweis haben wir hier. Gut, alles da. Alles vorhanden. Und dann Attacke. Heuberg drin. Tut mir echt leid, das sagen zu müssen, aber die Landsmänner hier, die lernen einfach nicht Auto zu fahren. Deshalb entstehen da immer diese super coolen Videos, wo man sich denkt dabei, wenn man die anguckt, wie konnte das jetzt passieren? Erlebst du fast jedes Mal hier, wenn du hier reinfährst, sowas ähnliches. Schon sagenhaft stellenweise. Naja, nicht aufregen, bewundern oder so. Jetzt nicht böse gemeint, das ist einfach nur eine Feststellung. Die können einfach nicht fahren, das ist so. Aber so ziemlich alle. Leider die Kamera nicht laufen gehabt, aber naja, alles gut. Kommt vor, man kann ja morgens um die Uhrzeit kann man ja ein bisschen Pech beim Denken haben, oder? Ich sage ja nicht, dass ich immer Glück habe beim Denken, aber ich bin mir relativ sicher, so saublöd stelle ich mich nicht dran. Bin ich mir relativ sicher. Mal gucken, ob da vorne an der Baustelle, ob links das, naja, links diese Bucht quasi, ob die frei ist. Dann werde ich mich da rein platzieren und werde dann den Radbagger per Achse rausholen. So, ist mal der Plan. Mal gucken, was der an Werkzeug dabei hat. Ich hoffe, der hat nur einen Löffel, maximal zwei. Uns ist ein 904, also der hat nicht den breiten Radstand. Ich werde dann wieder, werde kein Holz unterlegen, aber ich werde wieder aufsetzen vorne. Quatsch, vorne. Ich werde wieder in der Mitte aufstehen. Na, da steht ja schon, da vorne ist hier links frei. Hier links ist frei. Dann platziere ich mich doch gerade rein. Ziehe ich mich doch gerade da rein und dann kann ich in aller Ruhe kann ich laden. Also das Weitwinkel nach vorne, das ist schon richtig
Das ist richtig gut. Ja, geil. Mal durch muss, dann ist da noch genügend Platz zwischendrin. So, rock mich dann. Ja, und dann noch alles, der Long Beach steht auch hier. Na, der könnte ziemlich fertig sein. Ne? So. Reicht das hier noch so dreist, ne? Sollte reichen, wenn ich jetzt abhänge und dann. Gut. Radbagge zu Hause abgeladen, dann bin ich wieder hier hoch nach Sembach auf unseren Lagerplatz. Hab jetzt da den 300er Dosan geladen. Und ein Kaffeestückchen gedrückt. Er geht jetzt nach Jettenbach in den Steinbruch. Da breche ich mal anscheinend weiter. Vermutung, ich werde da auch noch eventuell einen Radlader eventuell heute noch hinbringen. Eventuell. Weil da liegen noch, ich weiß nicht wie viel Tonnen, liegen noch 16.000 Tonnen oder so, die wir das letzte Mal gebrochen haben und die müssen ja erstmal weg, dass wieder halt Platz ist. Macht es eigentlich Sinn, dass ich jetzt zuerst den Radlader dann hinbringe, dass der schon wegladen kann quasi, dass es wieder Platz gibt. Nach oben gibt es keine Grenzen, wie man sieht. Haben wir es, bis ich okay, ich halte mal, ne? Wenn ich da bin, ich denke so gute 40 Minuten etwa, bis halb 11 etwa sollte ich da sein.
mal gucken. Und abladen, dann nochmal anrufen zu Hause. Wie gesagt, ich vermute, dass ich dann hier eine 566 lade. Vielleicht macht es auch ein Kollege, das weiß ich nicht. Und ich fahre vielleicht gleich runter nach Rockenhausen und hole einen Brecher weg dort. Kann natürlich auch sein. Pumpe noch. Pumpe. So, bin hier kurz vor der Steinbruchstraße quasi. Ja, bieg dann hier links ab gleich. Wollte es nur mal kurz zeigen. Einem Spiegel, ja, wenn das nach vorne quasi der Weitwinkel, das ist wirklich brutal. Der geht dann automatisch mit, ja, und ich sehe immer mein Fahrzeugende. Richtig geile Sache. Gibt schon länger, weiß ich. Ich habe es halt noch nicht gehabt. Stehen, sorry. Nicht so nah. ja, mach's jetzt wieder aus. Ich fahre noch, wie gesagt, hoch in der Bruch. Wird vielleicht noch der ein oder andere Kollege entgegenkommen. Schauen wir mal. Bis gleich. Fertig. Man kann den Zeitraffer, das habe ich jetzt gerade gelesen, den kann man zwischendrin ausschalten und kann den auf reale Geschwindigkeit stellen. Ja. Wenn sowas halt nicht so oft macht, ne? Gut. So. Oh, 15.30 Uhr haben wir vorbei. Habe vorhin im Steinbruch, ich habe eine Bagger runtergefahren, dann habe ich angerufen, ist mein altes Fahrzeug wurde gerade abgeholt, da war alles andere wichtiger. Dann habe dann gesagt bekommen, ich melde mich gleich. Ich eine Stunde später nochmal zurückgerufen, da ging keiner dran, dann habe ich alle 10 Minuten, Viertelstunde
versucht anzurufen. Entweder wurde ich weggedrückt oder keine Ahnung. Und irgendwann um 13 Uhr, kurz nach 13 Uhr, kam dann endlich ein Anruf. Fahr hierher nach Sembach und lad noch das Band. Und es geht so scheiße auf der Vierachse drauf. Quälerei, richtige Quälerei. Da lobe ich mir doch ein einfaches, normales Tiefbett. Hört sich jetzt vielleicht blöd an, ja, aber es ist wirklich so, da geht. Ein normales Tiefbett hat seine Höhe von, ich sag jetzt mal einfach 20, seine Tiefbettstärke, Dicke. 20 cm, die liegen auf dem Boden und du kannst mit so ziemlich fast allem, wenn du eine Rampe vorne dran legst, fährst du drauf. Die Baggerbrücke, die ist, hab noch nicht gemessen, aber ich würde sagen, die ist mindestens 30 cm stark, die Dicke. Ja. Legst du die Rampe vorne dran, dann bleibst du mit den Fahrmotoren von dem Förderband, bleibst du hängen. Fährst du wieder runter, dann legst du noch ein Stück Holz unter die Rampen, ja, dann fährst du drauf. Dann hängt das Ding irgendwie in der Luft und fährt nicht mehr und fährt nicht mehr und fährt nicht mehr und die Ketten drehen durch. Auf der Rampe vom Tiefbett vorne, alles zerkratzt. Gut, das ist egal da. Die müssen eh nicht schön aussehen, da wird eh nur mit der Kette drüber gefahren. Diese Quälerei und ich mache hier jetzt seit mindestens einer Stunde 15. Gut, ich bin jetzt fertig, ja, aber mindestens eine Stunde 15, Stunde 20 bin ich hier auf dem Hof, nur für so ein Ding zu laden. Was eigentlich, wie gesagt, normal hängst du ab, legst die Rampe vorne an, fährst das Ding drauf, machst die vier Ketten dran. Eine halbe Stunde, 40 Minuten. Ist das normal vergessen? Brauche jetzt auch nicht mehr in den Steinbruch zu fahren. Die machen um 16 Uhr zu, 16.15 Uhr, glaube ich. Keine Sommerzeit. Ich glaube, erst ab Mai oder so wird dann der Bruch wieder bis 17 Uhr offen. Ja. Mache ich einen Feierabend, was soll ich machen?
Nase hängen. Ich habe leer. So ähnlich verlief das Laden gestern auch, nur halt ohne Backe. Da hat dann die eine Kette hat dann noch ein bisschen Grip gehabt, ja, dann konnte ich wieder von der Rampe runterfahren. Warum das jetzt so war, weiß ich nicht. Da hat nirgendwo aufgesetzt, es ist einfach nicht mehr gefahren. Doch, er hat aufgesetzt, und zwar auf der Fahrmotoren innen, stimmt. Die Fahrmotoren haben dann vorne neben der Hage zum Schwanenhals einhängen, haben die aufgesetzt. Richtig. Wie gesagt, gestern hat dann die eine Kette hat noch ein bisschen Grip. Konnte ich wieder von der Rampe runterfahren, habe Holz unter die Rampen gelegt und dann ist es wirklich gerade so drüber geschlupft. Furchtbar, oder? Zeit, dass mein Dreieckser wieder fertig wird, dass ich den Kleinkram hier mit dem wieder fahren kann. Jetzt fahre ich nach Sembach hoch auf den Heuberg. Steht der Long Reach. Der ist fertig, den lade ich, den bringe ich mit nach Hause. Der hat wohl irgendeinen Defekt am Löffel oder so, ich habe keine Ahnung. Gucken, ich gehe mal davon aus, der Bagger wird wieder auch unten im letzten Eck stehen. Hier ist alles voller Pampe, da brauche ich nicht reinfahren. Alter, da hat mal einer Schotter beigefahren. Da hat mal einer Schotter beigefahren. Ob ich hier drehen kann, ich weiß es halt nicht. Ne? Ich weiß es halt nicht. Die fahren hier raus, aber da vorne durch den Bab habe ich auch keine Lust zu fahren. Fahr mal hin an der Wange. Alles gut. Alles gut. Vielleicht kann ich da hinten noch drehen. Ja, das müsste doch gehen, oder? Da stehen Fahrzeuge drauf. Ach, da kann ich. Da drehe ich einfach. Bin doch egal. Da drehe ich einfach und stelle mich never an die Seite und fahre den Baguette drauf. Wenn der Baguette da drauf fahren kann, dann kann ich das auch. Wenn ich jetzt irgendeinen Planum kaputt fahre, ja. Okay, sauber, das ist gut. Da hat mal einer Schotter beigefahren, ja. So, ich drehe schnell. Was ist denn das hier? Ein Kolosseum, ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Freilandunterricht.
ablenken. So, stelle ich mich einfach hier hin. So, und dann. Alter, da unten steht ja das Wasser drin. Wenn der nächste starke Regen kommt, wird es wieder alles weggeschwemmt. Das ist. Halt einfach so. So. Ja, ich werde wieder alles. Das Fenster nach oben. Ich werde wieder alles rausholen müssen hin, weil da hat ja immer noch keiner. Nein, hat er nicht. Die Strebe zwischen Stiel und Arm, die ist immer noch nicht da. Ja, komm, ich fahre noch wieder zurück, dann ist die Durchfahrt hier frei. Viertel vor zwei wieder. Long Reach abgeladen hier. Den A29 Mobilbagger. Ich habe das Sortiertreiber nicht festgemacht, ne? Aber leck mich auch Zickerli, ey, von lauter. Mal anhalten kurz. Mal anhalten, muss der Sortiergreifer noch festmachen. Ansonsten dreht er sich und dreht an der Bagger ab. Augenblick. Ah, hier neben dran. Hier neben dran. Ja, halt ich das. Augenblick. Was mit meiner Sprachsteuerung stimmt schon wieder nicht. Ich habe keine Ahnung. So. Also nochmal, ich habe den LH, den lade ich jetzt. Den Long Reach habe ich abgeladen hier. Den Radbagger geladen, das hat, wie gesagt, es hat wieder ein bisschen gedauert, bis ich meinen Marschbefehl bekommen habe. Ich sollte zuerst nach Mannheim. Der Mannheim-Bagger wird erst morgen fertig. Dann habe ich wieder eine Stunde gewartet oder so. Und jetzt den Radbagger halt geladen. Den bringe ich runter nach Lörzweiler bei Mainz. Ganz auch zwischen also in Mainz. Gucken, dass das sollte normalerweise klappen. Mit der Fahrerei. Mit ein, zwei Ecken geben, wo es wieder ein bisschen enger ist. Laden wir den Bagger ab und laden den LH, lade ich auf. Und den bringe ich dann hoch nach Sembach. Der LH. Da läuft mir dann so die Brühe, ey. Bis ich da unten bin, ist es 14:30 Uhr etwa.
Dann umladen. Ja, ich denke, das war es dann auch für heute. Mehr wird heute auch nicht mehr passieren. Doch, sag mal. Als weiter. Ich hab doch Zeit, du hättest keine Nachfahren. Alles gut. Danke. So, wie gesagt, ich komme jetzt von drüben runter auf diese Kreuzung zu. Er lässt mich fahren, sehr schön. Sehr schön, danke. Danke. Ich weiß es nicht, ob ich da ohne hoch. Aber ich werde jetzt von quasi hier ohne hochkommen. Ich hätte auch keine reichen. Keine Ahnung. Aber ist jetzt halt so. Ist doch schon eng, ne? Gut. Da kommt keine. Fahren auch hier durch, okay. So wird es in etwa laufen, die Ortschaften durch. Also ein bisschen enger schon, ja, aber alles machbar. Schlechten Zeitpunkt erwischt. Ja, gut. Kann doch besser werden.
Ja, okay. Deshalb kam hier eben so ein Schwung Fahrzeug. Ja, ich kenn mich halt nicht aus hier. Nicht meine Gegend. Ich glaube, hier drin haben wir mal einen Abriss gemacht. Ich glaube sogar hier. Ich weiß es nicht mehr. Nämlich abgeladen, genau, da kommt gleich eine längere Gerade. Ja. Rauskommt. Da biege ich jetzt rechts ab. Hier kann LKW-Sperrschild dran. Gucken wir mal. Kann nicht mehr wie schief gehen. Als weiter. Dann fahre ich auch. Besser geht es doch bald gar nicht. Bisschen viel parkende Autos, ja, aber dann die Pumpe nach. Bisschen viel parkende Autos, aber sonst
ist das doch alles gut. Reicht noch. Reicht noch. Nur eins vor. Ja, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Okay, ich bin alle ab, das ist gut. Sorry für das. Jetzt echt mal gucken, ob ich so einen Träger kriege irgendwie. So einen Flaschenträger oder sowas, keine Ahnung. Das ging ja, warte mal noch ab. Muss ich jetzt noch mal gucken. Da muss ich jetzt noch mal gucken. Weiß ja nicht, was ich so manche einbilden. Ja, ich fahr hier durch, weil ich gerne mache. Ja klar. Falls ich gerade nicht richtig gesehen habe, sorry, aber ich meine, der Affenarsch hätte mir einen Vogel gezeigt. Vogel oder Scheibenwischer, keine Ahnung. Oder hat er sich einfach nur bedankt, dass ich noch warte? Egal. Vorne ist mein Zielort. Warte heute rein, biege links ab. Eigentlich macht das so gar keinen Sinn, ne? Weil dann stehe ich mittendrin im Ort. Eigentlich müsste ich hier vorne stehen bleiben irgendwo. Und das hier. Na, es ist halt ein Radbagger, der kann halt. Man könnte per Achse reinrollen. Naja, schauen wir mal. Dankeschön. Wäre alles machbar, ne? Nicht über Nierstein, Nackenheim, habe ich vorhin gesagt, Nierstein. Nackenheim habe ich gemeint. So. Ich hätte ein bisschen nach links laufen lassen. Die Straße ist doch relativ breit. Vorfahren bis an der zweite Zebrastreifen und dann
geht es rechts ab. Also beziehungsweise ich fahre nicht rechts ab, aber geht dann rechts ab in Königsgasse oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dahin. Ich fahre dort raus oder so. Bagger sah auch noch nicht fertig aus. Fall war hier auf der rechten Seite die Baustelle. Ich werde gleich mein Telefon klingeln. Naja. Bushaltestelle. Oh, leck mich doch ab. Stehen bleiben. Ne? Ich glaube, das mache ich auch. Ruf den mal an. Augenblick. So. Meine Fernbedienung. Nee, ist die aus. Okay, ja gut, der läuft relativ gerade. Er läuft relativ gerade. Ich kann jetzt hier wahrscheinlich nirgendwo mehr drehen. Ja, ich fahre mal halt doch hier vor in Nackenheim. Ist eine Reifenkillerstraße. Deshalb fahre ich hier auch nicht so gerne. Also das hier nicht, das hier ist noch alles gut. Wenn ich dann nach vorne der Ort reinkomme, ist recht eng und extrem hohe Bordsteine. Ich kann schon noch drehen irgendwo hier, aber ich glaube fast nicht. Ja, ich hätte mir so ein bisschen nach links lenken, rechts lenken, das Tiefbett. Vor der Halle hätte ich können wahrscheinlich drehen. Aber bis ich hier jetzt da drin bin, komm, es wird schon schief gehen. Die ganze Zeit schief. Alles schief gegangen. Wir haben eine Bagger da geladen, wo ich quasi stand. Leider. Ach ja. Die Frankfurter ist geil ein. So, jetzt beginnt die. Ich
Schornsteine ein bisschen abgeflacht. Ja? Ah, das ist mal gut. Das waren früher, die waren immer kerzengerade, wenn ich das noch recht weiß. Kann natürlich auch sein, dass ich das irgendwie verdrängt habe. Ah ne, die kerzengerade kommen jetzt erst. So ein Saueck. Da hast du nur die Spiegel. Einer links, einer rechts. Der will abbiegen. Ach, so habe ich zu spät geschaltet. Alles gut. So, der ist durch. Radfahrer. Okay. So, das Schlimmste haben wir geschafft. Hier noch dort durch und dann ist alles groß und breit. Komm nur. Auch durch Kollege, oder? Ein bisschen schneller als sonst. Ach Gott, schlaf nicht innen, ey. Sonst die Zustellerfahrer nie Zeit. Und jetzt haben wir alle Zeit der Welt. Alle rum, als wäre es Winter. Weil dann jetzt vorne fahre ich auf die B9 und werde halt über Mainz fahren. Innenausrichtung Richtung Worms wird nicht
wird nicht als Baustelle. Weiß ich nicht, ob ich da so gut durchkomme. Ich vermute eher nicht. Schleichwege. Könnte er gewesen sein, ne? Ich hab schon wieder die. Früher war der Schalter für die Hydraulikpumpe, die war hier. Ja, und ich drücke immer da drauf, warum, ist halt einfach drin. Früher ohne hinzu gucken, klack, Pumpe angewiesen. Heute sitzt sie hier, nicht hier. Naja. So, Freitagmorgen. Heute Morgen fahre ich erst wieder hoch nach Sembach. Da habe ich ja gestern Abend noch abgeladen. Den LH, das wollte ich filmen, das habe ich wieder total vergessen. Egal, fahre ich heute Morgen wieder hoch, leite einen in der Radlade. Also für dich, ich mach zu. Danke. Ich bin doch hängen, wie du, Süße. Ja, alles gut. Bis später, ciao. Oh, falls es nicht mitgekriegt hast, du hast Fernlicht an. So besser? Oh, mir ist das egal, ich wollte es nur sagen, nicht dass du neuen wegfahrst. Das hätte ich gemeint, den Alu geblendet. Ja, genau. Sorry. Also, jetzt fahre ich wieder hoch nach Sembach laden. Einer von den beiden Radlader, welchen weiß ich noch nicht. Da fahre ich jetzt oben. Den nehme ich mit nach Landstuhl, da wo der 956 steht, ins Krankenhaus. Dann fahre ich runter zur Liebe in Landstuhl. Da steht unser 926 Kompakt, der mit Gummipads und Pads. Und den bringe ich mit nach Hause. Hier leer. Anstuhl, Radlader steht rechts.
gesagt, jetzt fahre ich runter. Ich habe das Tiefbett noch ein bisschen hochgehoben. Wenn ich rausgefahren bin, muss ich erst wieder ein bisschen grad richten. Die Flasche, sorry, die Flasche geht, die sind echt grausam. LKW angefahren, Rinde. Kommt er hier rein? Wie sieht's aus, ne? So, gucken, ob ich Tor zu krieg. Das Tor zu krieg, Alter. Ob ich Tor durchkomme. So, ich weiß nicht, was ich gerade gedacht habe. Ich habe gerade gedacht, dass es Tor zu ist. Ja, und dann habe ich wohl gesagt, mal gucken, ob es Tor zu ist. Ob ich Tor zu kriege. Sorry, ich bin alter Mann. Lieber stehen und macht der rechte Flügel noch ein bisschen auf. Oder soll ich es wagen? Normal müsste es passen. Normal müsste das passen. Die Einfahrt hier ist technisch, taktisch sitzt die echt bescheiden. Gut, die werden hier der gepflasterte Weg, werden sie nicht kaputt fahren wollen, denke ich mir. Deshalb wird die hier sein, wo sie halt ist. Normal von hier kommend einfach gerade rein, das wär die Ideallösung gewesen. Und so, ja, also ich fahre hier jedes Mal durchs Grüne durch. Mit dem Tieflader. Wird jetzt knapp. Aber er geht vorbei. Ah, ich habe ein bisschen das Tor touchiert hin. Das habe ich gesehen. Hoffentlich habe ich mir jetzt nicht die Lampe weggerissen. Aber rechts die hat eh nicht mehr funktioniert. Das sieht noch gut aus. Ich fahre jetzt hier vor, wo es gerade wird. Da vorne hängt auch ein Kabel runter. Also hier ist irgendeiner, ich weiß nicht, wer hier durchgeballert ist, aber ich war es definitiv nicht. Man schaut auch nicht, ob auf dem Kabel noch Strom drauf ist oder nicht. Oder ist das kein Kabel? Ah, nee, das ist gar kein Kabel, das ist so eine Gummidichtung. Okay, alles gut. Ich war es definitiv nicht. Das war vorhin schon. Aber hier steht da auch der große weiße Bagger drin. Ich vermute, dass der hängen blieb oben. So, muss kurz raus, muss ein bisschen. Was mache ich hier vorne? Vorne ist gerade. Kann ich auch so stehen, dass jemand vorbeikommt. Rechts parkt keiner. So, muss kurz raus.
Jetzt fahren wir mal. Bin ein bisschen hoch. So. Ja. Bin mit 26 geladen. Mal gucken, ob ich hier rumkomme. Könnte passen. Ja. Nee, ich glaube, das reicht doch nicht. Da stehen aber alle Löffel, das ist Wahnsinn. Alles gut. So, muss man kurz öffnen. Vorne was, ich weiß nicht. Stehen hier die zwei riesige Schalegreifer, ne? Auf der rechten Seite. Und kurz das Normale machen, dass ich sehe, wo ich bin. Kamera so weit nach außen, das ist doch scheiße, Mann. Gut. Die ging jetzt sehr weit nach außen, die Kamera. Aber normal schon ein bisschen früher wieder quasi zurückgehen. Lust, Feierabend zu machen, ganz ehrlich. Nach Hause fahren, leer machen. Feierabend, das wird sich so nach dem Plan anhören. Das wird sich so nach dem Plan anhören für mich. Ich bin in Wassergleich, bin schon in Mannheim. Ich soll hier jetzt eigentlich einen unserer Brecher laden. Muss ich mal gucken. Weil er soll ja in den Steinbruch nach Jedenbach rüber. Aber so viel wie ich weiß, machen die um 14 Uhr zu. Das ist 12.43 Uhr, also macht es schon gar keinen Sinn mehr. Ich muss jetzt abbindeln und dann jault er wieder los. Ne? Das geht ja. Ich sehe ja alles, was ich sehen muss. Ich habe noch nicht zusammengebaut, okay.
zweites Tor zu öffnen. Ne? Ich bin zu faul, um ein zweites Tor zu öffnen. Ja, was soll ich machen? Ich bleib mal hier stehen, ich warte mal. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Mal gucken, ob ich den überhaupt noch fahre heute dann. Schauen wir mal. Ein Leitstöpsel. Da stehen noch Autos. Da stehen noch Autos. Ja. Also ich bin hier am Steinbruch. Jetzt extra angerufen, dass hat noch jemand da ist. Sogar auf. Gleich aufbauen, ja, das, ja, ich werde halt noch ein bisschen helfen. Ich kann ja jetzt nicht einfach abbauen. Stehen.
So, ich habe heute Mittag nicht so viel gefilmt, wie ich gerne filmen würde. Ich bin ja froh, dass wir noch leer geworden sind, dass die Jungs hier hoch gewartet haben. Dankeschön nochmal, falls es jemand sieht. Ja, jetzt ist es 10 nach 5. Ich wollte jetzt nach Hause. Ja, wird so kurz vor 6 zu Hause sein. Fahrzeit sieht gut aus. Das ist auch alles gut. Boah, ich gemisst hätte, dass der so drödelt, hätte ich ja gerne fahren. Weg. Ich hoffe, das Equipment habe ich noch nicht zusammengeschoben. Das mache ich. Kann sein, dass ich morgen früh was fahre. Das weiß ich noch nicht genau. Wenn, dann. Zeige ich das dann die nächste Folge. Kann sein, dass ich morgen früh nach Mannheim wieder rüberfahre. Und da steht noch ein R39, der muss nach Hause zur Wartung. Und ich glaube, der hat noch eine kleinere Reparatur dran. Eventuell, ich habe heute wieder mit dem Baggerfahrer telefoniert, der arbeitet noch. Der macht die Baustelle auf alle Fälle fertig heute. Wenn das klappt, wird mich auch noch mal anrufen später. Hoffe ich. Wenn er nicht anruft, dann ist es eh egal. Wenn er anruft und fertig ist, und dann denke ich, werde ich den morgen früh holen. Ist wieder da zwischendrin in der Gasse, in dem Neubaugebiet. Da zwischendrin. Jetzt habe ich halt wieder, oder ich habe halt leider nur die Vierachse momentan. Wird gehen. Muss ich halt ein zweimal öfter rausspringen, muss gucken, ob es reicht hin oder halt nicht. Hoffe, dass die Autos gut parken, günstig parken. Samstags morgens wäre das dann auch immer so eine Sache. Und wäre das nur diesen Bagger zu holen, würde ich, wenn es so ist, würde ich das morgen früh lieber machen als wie Montagmorgen. Hängt halt davon ab, ob der Bagger fertig wird oder nicht. Ja, ansonsten mache ich einen Schluss für diese Folge. Vielleicht hänge ich auch das noch dran. Das Baggerchen fahren. Schauen wir mal. Oh, es hat etwas Spaß gemacht. Ja, bis zur nächsten Folge. Was soll ich noch sagen? Bevor ich wieder den Faden verliere. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein, genießt das schöne Wetter am Wochenende. Ich werde es auch tun. Bis denn. Tschüss.